Ja, guten Morgen, Wanderfreunde. Hier ist Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Ja, heute gehen wir eine Tour durch die Eifel. Gestartet bin ich in Ahrbrück. Die Tour ist ungefähr 10 Kilometer lang. Also eine kleine Tour. Ja, das Besondere heute ist, dass ich nicht mit dem Handy filme, sondern mit der Osmo Action Kamera. Die habe ich mir jetzt seit kurzem geholt. Ja, und alles andere erfahrt ihr gleich. Ja, es geht jetzt aufwärts zum Steiner Berghaus. Aber vorher kommen wir noch zu einem Denkmal vom Hexenplatz. Jo, und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, also hier war im 17. Jahrhundert die Hexenverfolgung. Hier wurden also die Hexen hingerichtet. Eine davon war Else Simons aus Pützfeld. Das hat also alles im 17. Jahrhundert stattgefunden. Hier sieht man noch einen Gedenkstein, den habe ich eben auch schon gezeigt. Also sehr beängstigend ist das. Und weiter geht's. Es geht jetzt die ganze Zeit den Berg hinauf mit schönen Aussichten, wie ihr gesehen habt. Ja, die Osmo Action habe ich mir jetzt vor ein paar Tagen gekauft. Ja, ich wollte mir schon immer eine richtige Kamera holen. Mit dem Handy, ja, das war auf Dauer nix. Und bei der letzten Wanderung, der Community-Wanderung, ja, habe ich halt gesehen, gefühlt alle hatten eine Kamera dabei. Osmo Action Kamera, und habe mir gedacht, jetzt holst du dir auch eine. Ja, hört sich so leicht an, ist aber gar nicht so leicht, denn irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob sie nicht mehr hergestellt wird, auf jeden Fall war die ausverkauft, quasi überall. Ja, ich hatte da noch eine Möglichkeit über eBay, das war dann Retourprodukt, glaube ich. Oder B-Ware, irgendwie sowas. Ja, und da habe ich mir tatsächlich eine geholt. Und die war auch top in Ordnung. Also ich habe bis jetzt nichts gesehen, dass irgendwie kaputt war oder so. Da war alles in Ordnung, alles schon eingepackt. Ja, und das teste ich heute mal. Und mal schauen, ob ich zufrieden bin. Ja, momentan zieht sich das Wetter ein bisschen zu. Ich hoffe, es regnet nicht, weil ich habe nämlich gar keine Regenjacke dabei. Also gestern das Wetter in Deutschland, vor allen Dingen in Ostwestfalen, also Paderborn, Lippstadt, ja, habe ich gehört, da sind 3 Tornados runtergekommen, also die haben da ziemlich viel zerstört. In Köln hat man zum Glück etwas Glück, da war nicht so viel. Hier weiß ich das gar nicht, in Ahrbrück. Ja, ich würde sagen, ja, jetzt kommt die Sonne wieder raus, optimal. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, herrlich mit den Ginster, wunderbar. Das sogenannte Eifelgold. Ja, es ist ja der Mai und da ist ja halt auch das Eifelgold, beziehungsweise der Ginster am Blühen.
richtig schön. Apropos Mai, ja, alles neu macht der Mai, das sagt man so schön. Ja, wenn ihr gesehen habt, habe ich auch ein neues T-Shirt. Das hatte ich auch schon lange vorgehabt. Leider ist das nicht bei der letzten Wanderung zum Einsatz gekommen, also bei der Community-Wanderung. Es ist einfach noch nicht geliefert worden. Leider erst einen Tag später, beziehungsweise zwei. Ja, fand ich sehr ärgerlich. Hätte ich gerne da angezogen, aber kann man halt nichts machen. Ja, und wir wandern jetzt immer weiter stetig bergauf bis zum Steinerberg mit dem Steinerberghaus. Ja, übrigens filme ich in 4K mit 25 Frames. Ich muss einfach mal ausprobieren, ob das reicht. Ich habe Angst, dass die Dateien zu groß werden und dass ich da Probleme am Computer bekomme. Ja, nochmal danke an Malexius. Der hat mir so ein paar Tipps gegeben. Finde ich sehr nett von ihm. Grüße gehen raus. Ja, als Zubehör ist, wie gesagt, Stativ, das Mikrofon, das habe ich ja von Dominik bekommen. Grüße gehen raus. Ja, dieser Käfig da, den habe ich dazu geholt. Dann dieser Klinker für das Mikrofon, Displayschutz und sowas. Ja, ich muss einfach mal ausprobieren, ob das alles so klappt. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Und ja, weiter geht es aufwärts. Ja, auf jeden Fall die Osmo Action, wie gesagt, ist auf jeden Fall eine super Sache. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass der Akku halt ziemlich schnell leer geht. Ich habe zwar einen Ersatzakku dabei, zu Hause habe ich auch noch einen Akku. Jetzt habe ich ein bisschen gefilmt und da war der Akku fast leer. Da habe ich jetzt mal die Powerbank dran geschlossen und ja, der Akku war dann nach kürzester Zeit wieder ziemlich voll. Das finde ich auf jeden Fall schon mal gut. Da muss ich mal ein bisschen abwägen, mit den Einstellungen und so. Ja, die Helligkeit und wie gesagt, da taste ich mich überall noch dran. Also verzeiht mir, wenn das Video jetzt nicht so toll wird. Ich muss halt ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Wäre mal interessant, was ihr besser findet. So ein Laber-Video oder Natur nur oder von beiden etwas und so. Das ist auch mal so eine Sache. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare mal schreiben. Okay. So, das werden nochmal Höhenmeter gemacht. Ihr wisst Bescheid. Ja, und dann sind wir auch quasi am höchsten Punkt dieser Tour, am Steinerberg. Da sind noch ein paar Meter. Die Tour relativ anstrengend, da es eigentlich die ganze Zeit bergauf geht. Aber ich denke mal, es lohnt sich. Ja, richtig klasse hier, tolle Aussicht, wie ihr seht, super, also genial hier, echt klasse, so macht man dann Spaß, ganz tolle Aussicht,
Ja, und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zum Steinerberghaus. Ja, war richtig lecker gerade. Die Erbsensuppe war richtig viel und auch richtig gut. Hat echt geschmeckt, muss ich sagen. Auch das alkoholfreie Weizen hat bei dem Wetter richtig gut getan. Ja, der Himmel ist so ein bisschen bewölkt, aber die Sonne kommt immer wieder raus. Aber eigentlich genau das richtige Wanderwetter. Ja, nachdem wir die ganze Zeit hochgegangen sind, also aufwärts zum Steinerberg, geht es jetzt eigentlich nur noch bergab durch den Wald, also nichts Wildes. Und ja, mal schauen, was uns noch so begegnet und so. Dann würde ich sagen, bis gleich. Ja, was mich auch interessieren würde, wäre, ob der Ton besser ist. Also bei manchen habe ich gesehen, da gibt es halt Tonprobleme, auch wegen dieser Klinke an der Seite fürs Mikrofon. Ja, auch der Martin von Unterwegs mit Martin, Grüße gehen raus, hatte immer wieder Probleme mit dem Ton, dass der zu leise war. Keine Ahnung, woran das lag. Das wäre natürlich jetzt auch mal hier ziemlich interessant, wie sich der Ton so ist. Ja, und wir wandern immer noch weiter abwärts. So, es geht weiter abwärts nach Ahrbrück zurück. Ja, die Wanderung war sehr schön. Man kann die eigentlich in zwei Hälften unterteilen. Die erste Hälfte geht quasi immer den Berg hinauf bis zum Steinerberghaus und dann zweite Hälfte wieder runter, ohne große Highlights eigentlich. Ja, die Highlights, die waren halt der Hexenplatz und das Steinerberghaus. Sehr schön im Steinerberghaus, da kann man wirklich gut essen. Also Die Erbsensuppe, die war richtig gut, ich bin richtig gut satt geworden, also das heißt schon was. Das Trinken war sehr lecker, alle sehr freundlich, aber hat mir gut gefallen. Ja, und da bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video, euer Thomas.